dass du wieder dabei bist. Nachdem wir letztes Mal so kraftvoll und aktiv waren und unsere Bauch- und Rückenmuskeln gekräftigt haben, machen wir heute wieder eine etwas ruhige Stunde, sodass für jeden immer irgendwas dabei ist. Wir machen heute nochmal so eine Yin-Stunde. Ich hatte das vor 2 Wochen schon mal mit euch gemacht. Letztes Mal in der Yin-Stunde habe ich ganz viel erklärt. So zum Beispiel, leg dir etwas unter, wenn du merkst, es ist zäh, dann unterstütze dich, achte, spür in dich hinein. Dadurch habe ich sehr viel geredet. Ich finde immer, das ist ein bisschen schade, weil eigentlich diese Ruhe gerade so gut tut. Also möchte ich gerne dieses Mal nicht so viel reden und dich einfach bitten, du weißt jetzt ungefähr die Spielregeln, du weißt, worum es geht, unterstütze dich, wenn du es brauchst. Und nicht so viel babbeln, sondern einfach die Ruhe genießen. Darum geht's. Viel Spaß. Komm auf deine Matte und setz dich aufrecht hin. Spür den Boden unter dir. Lass dich von der Erde tragen. Spür, wie deine Füße, deine Beine und dein Po den Boden berühren. Und hier vom Becken aus richtest du dich weiter auf, hebst deinen Brustkorb nach oben an und lässt entspannt die Schultern sinken. Dein Scheitel strebt nach oben Richtung Sonne. Dein Gesicht ist entspannt. Dein Kiefergelenk ist entspannt. Spür deinen Atem. Lass ein paar Atemzüge lang den Atem so fließen, wie er fließen möchte. Ohne deinen Atem zu beeinflussen. Einfach nur wahrnehmen, dass du atmest und wie du atmest. Und dann gibst du mit deinem Oberkörper ganz sanft nach rechts und dann nach hinten, nach links und nach vorne. Und so kreist du um deine eigene Achse im Uhrzeigersinn. Einfach nur kreisen und immer mehr in dieser Bewegung ankommen. Und auch hier ohne Eile, wenn du spürst, dass du zu schnell wirst, dann vielleicht kannst du die Geschwindigkeit ein bisschen rausnehmen und ein bisschen entschleunigen. Ganz in Ruhe kreisen. Mit der Zeit werden die Kreise vielleicht ein bisschen größer und du kannst deine Schultern mehr in diese Bewegung mit integrieren. Und du spürst, jetzt gerade eben in diesem Moment dreht sich alles nur um dich. Die heutigen Übungen sollen dir helfen, mehr bei dir selbst anzukommen und dich zu zentrieren. Komm wieder zurück in die Mitte und spür kurz nach. Heb dann beide Arme nach oben an und dreh dich nach rechts. Die linke Hand legst du auf dein rechtes Bein und die rechte Hand kannst du so um deinen Rücken herumschlingen. Heb nochmal den Brustkorb an. Dein Scheitel strebt nach oben. Dein Gesicht ist entspannt und du genießt deinen Atem.
Drehhaltungen helfen dir, in verdrehten Situationen Klarheit und Ruhe zu schaffen. Komm wieder zurück in die Mitte. Heb wieder beide Arme nach oben an und beug dich nach rechts rüber. Die rechte Hand kannst du am Boden abstellen. Den linken Arm weit nach oben und vielleicht noch ein bisschen mehr nach rechts rüber. Spür die Weite auf deiner linken Seite. Wenn du magst, bleibst du einfach statisch hier. Oder du fängst an, ein bisschen dich zu bewegen, den Kopf, den Arm ein bisschen rotieren, wenn du das möchtest. Vielleicht noch ein bisschen weiter nach rechts rüber krabbeln. Genieße. Komm wieder zurück in die Mitte, leg beide Hände ab und spür kurz nach. Und dann verändern wir die Position der Beine. Nimm das andere Bein nach vorne, wenn du jetzt im Schneidersitz gesessen hast. Richte dich wieder auf. Und dann fängst du an, ganz sanft gegen den Uhrzeigersinn zu kreisen. Wenn du merkst, dass du so ein bestimmtes Tempo drauf hast, dann kannst du vielleicht das Tempo ein bisschen rausnehmen und ein bisschen entschleunigen. Nach und nach wird die Bewegung vielleicht ein bisschen großzügiger. Komm dann wieder zurück in die Mitte und spür, was diese Übung mit dir macht. Nimm dann beide Arme nach oben und dreh dich nach links. Die rechte Hand aufs linke Bein und den linken Arm so hinten um den Rücken herumschlingen. Noch einmal aufrichten.
Die Wirbelsäule bleibt lang. Dein Gesicht bleibt entspannt. Dein Kiefergelenk ist entspannt. Und dein Atem fließt ganz ruhig und gleichmäßig. Und dann langsam wieder zurück in die Mitte. Spür kurz nach. Und dann wieder die Arme nach oben anheben. Und dann nach links rüberbeugen. Linke Hand am Boden abstellen und den rechten Arm weit nach oben oder ein bisschen weiter sogar nach links rüber schieben. Dass du eine Weite spürst, eine angenehme Weite in deiner rechten Flanke. Und wenn du magst, bleibst du wieder einfach ruhig in dieser Haltung. Oder du fängst an, dich ganz sanft ein bisschen zu bewegen. Den Kopf, den Arm, ganz feine kleine Bewegungen, um deinen Körper hier noch ein bisschen besser kennenzulernen und zu erforschen. Jede feine Bewegung spricht eine andere Zelle in deinem Körper an, eine andere Faszie. Komm dann wieder zurück in die Mitte. Von hier aus komm in den Vierfüßlerstand. Nimm die Knie weit auseinander und lass den Po nach unten sinken zu den Fersen. Schieb die Arme weiter nach vorne und leg, wenn du kannst, die Stirn am Boden ab. Ansonsten legst du dir ein Kissen unter oder legst dich auf die Rolle. Und wenn du sehr flexibel bist in deiner Wirbelsäule, dann kannst du vielleicht sogar deinen Brustkorb mehr nach unten ablegen. Diese Haltung nennt sich Frosch. Diese Haltung öffnet deinen Beckenraum und wirkt harmonisierend auf deine Unterleibsorgane. Vorwärts beugen, führen den Blick mehr nach innen. Wir bleiben wieder für einige Zeit und du weißt, wenn du auflösen möchtest, kannst du das jederzeit tun.
dann mit deinem Oberkörper nach oben. Schieb deinen rechten Arm unter deinem linken Arm durch. Leg deinen Arm, deine Schulter und deinen Kopf zurück zum Boden. Und verweile hier in dieser gedrehten Haltung für ein paar Atemzüge. Dann komm wieder zurück nach oben und tauche zur anderen Seite durch. Schieb den linken Arm unter deinem rechten Arm durch. Leg deinen Arm, die Schultern und den Kopf am Boden ab. Den rechten Arm so ablegen, dass nicht zu viel Druck drauf ist, dass es sich gut anfühlt. Den Atem entspannt fließen lassen. Dein Gesicht und dein Kiefergelenk entspannen. Der körperlichen Ebene beleben und kräftigen die Drehhaltung unserer Verdauungsorgane. Sie werden massiert und stimuliert und angeregt. Stoffwechsel wird angeregt. Stoffwechsel der Bandscheiben und des Rückenmarks und ich können sich Verspannungen in der Wirbelsäule lösen. Die Wirbelsäule wird geschmeidig und frei. Und dann löst du langsam wieder auf und kommst zurück in die Mitte und leg dich auf deinen Bauch. Spür wieder nach,
Nach dieser langen Froschhaltung wirst du es wahrscheinlich merken in deinem Becken oder in deinen Oberschenkeln. Es ist sehr wohltuend, jetzt loszulassen und rauszukommen aus der Haltung, den Körper zu neutralisieren. Gut, und dann komm wieder nach oben. Leg dir ein Kissen oder ein Klotz mit etwas Abstand vor dich hin und überkreuz dann die Arme. Der rechte Arm ist vorne und schieb die Arme so weit auseinander, wie es für dich jetzt möglich ist. Stell die Zehenspitzen auf und schieb den ganzen Körper ein Stück weiter nach vorne und leg dann deine Stirn auf dem Kissen oder auf dem Klotz ab. Diese Position dehnt deine Arme und deine Schultern. Schau, dass du die richtige Haltung für dich findest. Vielleicht musst du noch mal ein bisschen korrigieren. Du weißt, wir bleiben lange in den Haltungen. Also schau immer, dass du dich wohlfühlst. Vielleicht ist es so ein bisschen eng im Brustbereich. Wo kannst du eine Dehnung wahrnehmen? Wo spürst du diese Haltung am meisten? Und schau mal, ob du nach und nach ein bisschen mehr loslassen kannst und ein bisschen weicher werden kannst, um in diese Haltung hineinzusinken. Vielleicht ist es angenehmer, die Arme ein bisschen weiter vor oder zurück zu schieben. Oder die Haltung des Kopfes zu verändern. Dein Gewicht an den Boden ab. Lass den Atem fließen. Wenn dir die Haltung zu lange dauert, löse auf. Löse langsam auf, indem du deinen Kopf anhebst, dein Kissen wegschiebst und dann die Arme und die Beine ganz breit auseinander nimmst. Spüre nach.
Spüre auch, wie angenehm es ist, dann wieder rauszukommen aus einer Haltung und loszulassen. Dann, wenn du soweit bist, heb den Oberkörper wieder an. Überkreuz die Arme, diesmal ist der linke Arm vorne, schiebst dein Kissen zurecht. Stell die Zehenspitzen nochmal auf, robbe ein Stück nach vorne und leg deine Stirn auf dem Kissen ab. Schau, dass die Nase frei bleibt, dass du gut atmen kannst. Und vielleicht die Position der Arme noch ein bisschen verändern, ein bisschen weiter vor und zurück. Vielleicht nicht ganz so weit. Und wenn du die Stirn nicht auf dein Kissen bringst, dann vielleicht einfach zwei Kissen aufeinander legen. Und wenn beides nicht geht, dann einfach den Kopf sanft so ein bisschen hin und her bewegen. Umarmende Flügel, so wird diese Haltung auch genannt. Nach und nach immer mehr loslassen und hineinsinken. Atem. Fließen lassen. Und dann wird es Zeit, langsam wieder aufzulösen.
Leg dich wieder wie so ein breites X hin. Arme und Beine weit auseinander. Spür, wie angenehm sich das anfühlt. Und dann komm langsam wieder zurück nach oben. Setz dich nochmal hin und von da aus leg dich auf den Rücken. Roll dich ein bisschen auf deine linke Seite und schieb deinen rechten Arm unter deinem Rücken durch. Entweder weiter nach oben oder weiter nach unten. Schau einfach, was sich für dich gut anfühlt. Und dann legst du dich zurück auf den Rücken und streckst die Beine aus. Wie gesagt, wenn es sich in den Armen jetzt nicht gut anfühlt oder in deinem rechten Arm nicht gut anfühlt, nimm den Arm ein bisschen weiter hoch oder runter oder ein bisschen weiter raus, sodass eine angenehme Dehnung entsteht. Und ja, die Gegenbewegung zu dem, was wir gerade gemacht haben in diesem umarmenden Flügeln. Wenn du vorher das Gefühl hattest, es ist eng im Brustbereich, hier hast du eher die Weite. Diese Position nennt sich verdrehte Arme. Das spürst du vielleicht selbst. Diese Haltung dehnt Arme und Schultern, mobilisiert den gesamten Schultergürtel. Das ist eine der wenigen Übungen, die auch die Außenseite der Arme anspricht und die dort verlaufenden Energiebahnen anspricht. Gut, und dann löse auf. Leg den Arm wieder neben dir ab und spür kurz nach. Spür den Unterschied zwischen dem einen und dem anderen Arm. Und dann rollst du dich auf deine rechte Seite und schiebst den linken Arm unter deinem Körper durch. Weiter oben, weiter unten, weiter vor, zurück, probier aus. Und dann legst du dich wieder zurück, dass du dich praktisch jetzt auf deinen linken Arm legst und so sanft deinen Arm und deine Schultern dehnst. Wenn du das Gefühl hast, dass deine Fingerspitzen einschlafen, dann solltest du auf jeden Fall die Position deines Armes verändern. Vielleicht ein Kissen oder eine Decke unter den Kopf legen. Du
Genieße die freien Atemzüge. Ganz leicht und unbeschwert. Und dann wieder auflösen und den Arm neben dir ablegen. Wieder nachspüren. Stell dann die Füße auf und komm über die Seite nach oben zum Sitzen. Grätsche die Beine. Und dann winkelst du das linke Bein an, ziehst die Ferse Richtung Damm, legst dir eventuell ein Kissen unter dein linkes Knie und beugst dich sanft nach vorne. Wie weit du nach vorne kommst, entscheidest du, entscheidet dein Körper. Es gibt kein Muss, du weißt es. Es gibt kein bestimmtes Ziel, sondern achte auf deinen Körper. Es ist eine ziemlich intensive Dehnung, vor allem jetzt für dein rechtes Bein. Das ist die halbe Libelle. Öffnet die Hüften, Rückseite der Oberschenkel. Stimuliert den Unterleib. Wirkt auf die Meridianen von Leber, Niere, Milz und Blase. Auch hier wieder eine Vorbeuge. Habe ich vorhin schon gesagt, die Vorbeugen führen deinen Blick eher zu dir selbst, eher nach innen. Eher eine introvertierte Haltung. Bringt Ruhe. Dann komm wieder zurück nach oben und wechsel die Seiten. Beug dein rechtes Bein an. Wenn du magst, leg dir wieder ein Kissen unter dein Knie. Ist einfach angenehmer fürs Knie.
und beug dich dann wieder nach vorne. Das linke Bein ist abgespreizt. Wenn du Probleme hast mit deinen Knien, dann kannst du einfach beide Beine ausstrecken. Und wenn das zu viel Dehnung für dich ist, dann kannst du dir unter das ausgestreckte Bein jeweils auch nochmal ein kleines Kissen unterschieben. Wie weit du nach vorne kommst, entscheidet dein Körper. Lass dich einfach sinken. Spür in dich hinein. Was tut dir gut? Achte immer darauf, frag dich das selbst immer wieder, was tut dir gut, und sei tolerant zu dir selbst und liebevoll. Entspanne dein Gesicht, entspanne dein Kiefergelenk. Vielleicht spürst du, dass du nach und nach ein bisschen weicher wirst und weiter in die Haltung hineinkommst. Vielleicht aber auch, es ist genau umgekehrt. Je länger du in der Haltung drin bist, umso größer ist für dich die Herausforderung. Alles darf sein, alles kann sein. Umso wichtiger ist es, dass du auf dich selber achtest. Und die Stimmen deines Körpers wahrnimmst. Löse langsam wieder auf und komm zurück nach oben. Leg dann das Kissen zur Seite, wenn du eins hattest, und leg dich zurück auf den Rücken, um wieder nachzuspüren. Immer wieder nehmen wir uns die Zeit zum Nachspüren, um dem Körper diese kleine Pause zu schenken, damit der Körper sich wieder neutralisieren kann. Nach diesen langen, langen Haltungen wieder zurückkommen kann. Gut, und dann roll dich wieder über die Seite und komm nach oben zum Sitzen und leg die Rolle längs auf deine Matte. Du sitzt mit deiner rechten Hüfte vor der Rolle. Drehst dann den Oberkörper und lässt ihn dann nach unten auf die Rolle sinken. Sozusagen sinkt dein Brustkorb mehr oder weniger parallel zum Boden nach unten und du legst deinen Oberkörper auf der Rolle ab. Du weißt, wenn du keine Rolle hast, kannst du dir auch eine Wolldecke zusammenrollen und die benutzen. So eine ganz angenehme Haltung, als würdest du dich in deine Bettdecke kuscheln. Finde die richtige Position für deine Arme und für deine Beine. Du kannst die Beine so angewinkelt lassen oder vielleicht ein bisschen mehr ausstrecken. Jede Veränderung fühlt sich wieder etwas anders an. Diese Übung nennt sich sitzender Korkenzieher auf einer Rolle.
Und wieder haben wir eine Drehung, eine Drehhaltung, die ja sehr beruhigend wirken. Und in dieser Position werden die Bauchorgane sanft massiert. Eine sehr sanfte, wohltuende Haltung wirkt sehr regenerierend. Wie immer den Atem fließen lassen und den Körper immer weicher und weicher werden lassen und mehr in die Haltung hineinsinken lassen. Überprüfe nochmal, wo du vielleicht ein bisschen mehr loslassen kannst. Diese Haltung wirkt vor allem auf die Meridiane von Blase und Gallenblase. Und mobilisiert natürlich wieder sanft die Wirbelsäule. Dann stütze dich langsam mit deinen Händen ab und komm wieder zurück nach oben. Leg die Rolle weg und spür wieder nach, ob du lieber auf dem Bauch liegen magst oder lieber auf dem Rücken. Das spielt keine Rolle, einfach schau, was für dich jetzt angenehmer ist. Und dann, wenn es für dich okay ist, kommst du langsam wieder zurück nach oben. Wieder die Rolle längs auf die Matte legen. Diesmal sitzt du quer mit deiner linken Hüfte vor der Rolle. Dreh den Oberkörper nach links und lass dich dann auf die Rolle sinken. Finde die richtige Position auch für deinen Kopf. Du kannst den Kopf nach links drehen, wenn es für deine Halswirbelsäule okay ist.
Das ist die intensivste Drehung der Wirbelsäule, so. Und wenn es zu viel ist, dann drehst du den Kopf nach rechts. Du kannst dir auch nochmal ein Kissen unterlegen. Ja, natürlich den Kopf auch mittig ablegen. Ich persönlich finde das ein bisschen unangenehm, weil ich finde, dann wird der Nacken so gestaucht. Dennoch ein bisschen schwieriger zu atmen. Muss man vielleicht lieber den Kopf zur Seite drehen. Und so ganz genussvoll in diese Haltung hineinsinken lassen. Die Arme so ablegen, dass du keinen Druck verspürst auf deinen Armen und in den Schultern. Liebevoll hineinsinken lassen. Ja, und dir trotzdem etwas Gutes tun, auch wenn du jetzt so passiv bist. Indem du ja trotzdem deine Wirbelsäule mobilisierst und deine Bauchorgane aktivierst und massierst, gleichzeitig für ein Wohlempfinden sorgst. Verschiedene Meridiane ansprichst. Und das Ganze, obwohl du dir erlaubst, ganz passiv zu sein. Einfach nur atmen und die Ruhe genießen. So viel Zeit nur für dich und deinen Körper und deinen Geist. Gut.
Und dann auch hier wieder zurückkommen, die Rolle wegschieben und entweder in Bauchlage oder in Rückenlage nachspüren. Gut, und dann kommst du langsam wieder nach oben zurück zum Sitzen und legst die Rolle quer auf deine Matte und dahinter mit etwas Abstand einen Klotz oder ein Kissen. Und dann legst du dich so auf die Rolle, dass die Rolle unter deinen Schulterblättern liegt oder unter deinem Brustbereich legt. Du kannst die Arme gerade so oberhalb von der Rolle ablegen und dann greifst du mit deinen Händen deinen Kopf, die Daumen zeigen zum Kinn und die anderen Finger halten den Kopf fest und dann lässt du langsam deinen Kopf nach unten sinken und legst ihn wohltuend auf dem Kissen ab. Arme zur Seite ausbreiten. Vielleicht brauchst du auch gar kein Kissen oder nur ein flacheres Kissen und kannst den Kopf ganz am Boden ablegen, je nachdem, wie viel Öffnung du vor allem jetzt hier in deinem Kehlbereich, in deinem Halsbereich zulassen magst. Eine sehr offene Haltung und nicht jeder mag das, also schau, wie gesagt, ob du dir ein Kissen unter den Kopf legst. Wichtig vor allem auch hier, dass du den Nacken nicht einfach stauchst, dass du den Kopf nicht einfach nach hinten kippen lässt und dein Nacken dann so gestaucht wird, sondern ja, wirklich greif mit deinen Händen an den Kopf, zieh den Kopf so sanft nach hinten und lass ihn nach unten sinken, sodass deine Halswirbelsäule da nicht abgeknickt wird. Ja, also wirklich ganz fein und gefühlvoll. Deine Halswirbelsäule ist so filigran. Also ganz, ganz liebevoll. Ja, und die Arme kannst du entweder zur Seite ausbreiten oder wieder nach hinten ablegen. Nach den vielen Vorwärtsbeugen und Drehhaltungen, die wir heute hatten, ist das jetzt nochmal eine Brust- und Schulterbereich öffnende Haltung. Und natürlich auch jetzt, je nachdem, wie du den Kopf abgelegt hast, auch wie gesagt, der Kehlraum weit. Das ist dein Atem ganz frei und unbeschwert fließen kann. Die inneren Organe werden jetzt sanft gedehnt. Hier wird Raum geschaffen. Ja, und diese Haltung wirkt vor allem auf die Meridiane von Magen, Niere, Blase, Lunge und Herz. Und auch hier einfach wieder loslassen, hineinsinken und dich wohlfühlen. Passive Rückwärtsbeuge.
Wir bleiben wieder eine ganze Weile, sodass du wirklich genug Zeit hast, es dir gut einzurichten und dich sinken zu lassen, loszulassen und auch nochmal in dich hineinzuspüren, wieder wo du festhältst. Und dann langsam wieder auflösen, die Füße aufstellen, zur Seite rollen, die Rolle wegschieben und dich wieder zurücklegen nach unten. Und wieder nachspüren. Wie fühlen sich deine Schultern an, dein Brustkorb? Und dann stell die Füße auf und zieh die Knie nochmal zu dir ran. Nimm die Knie weit auseinander und greif in der Mitte durch nach deinen Füßen und greif an deine Fußsohlen. Happy Child Pose. Lass den Oberkörper zurücksinken. Wenn das nicht geht, leg dir ein Kissen unter. Oder greif in deine Kniekehlen. Ist die gleiche Haltung dann, nur ein bisschen milder. Die Knie bleiben weit und sinken rechts und links neben dem Körper sozusagen nach unten. Und wenn du magst, kannst du auch so ein bisschen hin und her schaukeln oder einfach ganz in Ruhe liegen bleiben. Hier wird der Beckenraum nochmal geöffnet. Und die Hüften mobilisiert. Die Bauchorgane wieder sanft massiert. Der untere Rücken gedehnt. Und dieses Hin- und Herschaukeln kann sehr entspannend und angenehm sein für deinen unteren Rücken. Von den Meridianen wieder unter anderem Leber, Niere, Blase, Milz und Galle. Ja, nicht ausschließlich immer nur eins, sondern überschneidet sich ja auch. Vielleicht kannst du auch so von außen eher an die Füße greifen. Ja, für manche ist das eine sehr angenehme Haltung, für manche ist diese Haltung auch eine Herausforderung. Wie ist es bei dir? Wie gesagt, sonst in die Kniekehlen greifen. Ansonsten einfach nur hineinsinken lassen und genießen. Das nochmal eine kleine Vorwärtsbeuge, aber auch ganz angenehm für deine Beine, für die Füße, für die Unterschenkel. Auch hier kann so das angestaute Blut wieder so ein bisschen zurückfließen, so eine sanfte Umkehrhaltung. Allerdings
liegt jetzt hier der Po nicht höher als dein Herz, aber trotzdem, die Beine sind ja oben. Gut, und wenn es dir dann reicht, dann stellst du die Füße wieder ab und streckst die Beine wieder aus zum Nachspielen. Wie fühlst du dich? Gut, und dann machst du dich langsam fertig für die Entspannung. Deck dich zu, leg dir eine Rolle unter die Knie, wenn du magst, oder unter die Füße. Vielleicht eine nicht zu dicke Decke unter den Kopf. Bereite die Arme zur Seite aus und dreh die Handflächen nach oben. Und wenn du dich zugedeckt hast, schau, dass du den Füßen genügend Platz lässt, dass sie einfach nach außen kippen können, damit die Füße, die Beine, die Hüften besser loslassen können. Lass dich einfach nach unten sinken. Spür, wie du von der Erde getragen wirst. Und so fühlst du dich wunderbar entspannt und zufrieden und fühlst dich wunderbar wohl in deiner Haut. Und dann lässt du vor deinem inneren Auge ein Bild von dir selbst erscheinen. Du in einer schönen, sonnigen Urlaubslandschaft. Wie du glücklich bist, lachst und Spaß hast. Und du betrachtest dich in dieser Situation, siehst dich lachend und fühlst dich glücklich und frei. Du siehst, wie erholt du bist, kraftvoll und voller Energie, gesund. Glücklich und froh. In deiner Vorstellung gehst du durch diese sonnige Urlaubslandschaft spazieren, lächelnd, entspannt und frei. Die Sonne scheint, die Vögel zwitschern. Und ein sanfter Wind weht erfrischend durch dein Haar. Du fühlst dich lebendig. Du betrachtest dich, wie du mit ruhigen, festen Schritten gehst
ganz wach und klar, voller Mut und Selbstvertrauen gehst du deinen Weg. Und wie du dich selbst so betrachtest, spürst du, du bist zufrieden mit dir, mit deinem Weg, mit deinem Leben. Ja, du stellst fest, du magst dich, so wie du bist. Ein Gefühl von Wärme überkommt dich. Und gleichzeitig spürst du, alles ist gut, so wie es ist. Alles ist gut. Und so gestärkt und gut gelaunt, zufrieden mit dir selbst, mit diesem Gefühl von innerer Wärme. So
kommst du langsam wieder hier an, fängst an, dich ein bisschen zu bewegen, die Hände, die Füße, dich zu recken, zu strecken, zu gähnen. Und vielleicht, wenn du magst, legst du dich nochmal auf die Seite. Und dann von hier aus komm langsam wieder zurück nach oben zum Sitzen. Und wie fühlst du dich jetzt? Nimm dann einatmen, die Arme nach oben. Spür noch mal kurz nach, wie es dir geht. Fühlst du dich vielleicht ein bisschen ruhiger, ein bisschen zentrierter? Nimm dann deine Hände nach oben an die Stirn als Zeichen für die Reinheit deiner Gedanken. Dann auf die Lippen als Zeichen für die Reinheit deiner Worte. Und zum Herzen als Zeichen für die Reinheit deiner Gefühle. Namaste.